Da drin sitzt Messi. Oh mein Gott, Digga. Messi macht sich warm. Genau vor der Schnauze. Oh mein Gott, Digga. Es ist soweit. Wir haben so ein Glück, dass wir dabei sind im Stadion. Was geht ab, Leute? Neuer Messi Stadion-Vlog ist angesagt. Wir fahren gleich los nach Frankreich. Doch bevor habe ich noch eine geile Sache zu verkünden. Ich habe knapp ein Jahr gewartet auf diese Partnerschaft. Jetzt ist es endlich soweit. Denn ab sofort bin ich verpartnert mit A Display. Das sind hochwertige Metallposter. Barcelona hat auch eine offizielle Kooperation mit denen. Hier seht ihr zum Beispiel Frankie de Jong, Gerard Piquet, das Barca-Badge. Messi, Leute, legendärer Moment. Hier auch schon die PSG-Version. Das ist ein richtig geiles von Ronaldo vom Spiegel als kleines Kind. Boah, das ist auch heftig. Oh mein Gott, Leute, zu krank. Das Camp Nou zum Beispiel hier von oben, dann auch mit der Choreo. Leute, ich habe so viel hier bekommen. Hier unten auch noch Ronaldinho und Iniesta, damals gegen Chelsea. Das ist auch wild für die Dragon Ball Fans unter euch. Hier Majin, Vegeta. Oder auch Broly mit Gogeta und so weiter. Das ist die L-Variante und hier hängt bei mir auch schon die normale M-Variante. Meine Mutter hilft mir kurz mit der Kamera. Man befestigt das ganz einfach mit so einer Folie an die Wand und dann kommt der Magnet hier in der Mitte drauf. Ganz easy, dann kann man das immer auswechseln. Hier haben wir zum Beispiel Messi und Ronaldo. Und dann einfach... Zack, und schon hängt es. Richtig geiles System. Übrigens, pro Verkauf bei Display wird auch ein Baum gepflanzt und insgesamt wurden schon über 14 Millionen Bäume durch Display gepflanzt. Es gibt zigtausende Designs und Themen und ihr müsst auch keinen Rabattcode eingeben, sondern einfach nur über meinen Link euch etwas gönnen, dann habt ihr automatisch Rabatt drauf. Und zur Feier der neuen Partnerschaft hat Display sogar in den ersten 72 Stunden 34% für unsere Community gegönnt. Also schlagt ordentlich zu in den ersten 3 Tagen. Danach gibt es natürlich immer noch Rabatt, aber halt ein bisschen weniger. Also Link ist ganz oben in der Videobeschreibung und jetzt geht's ab nach Frankreich. Die Hälfte ist schon geschafft, wir sind schon über 300 Kilometer gefahren. Kurzer Boxenstopp, aber wer sind wir? Bester Kameramann ist auch da. Wir haben hier so ein Mietauto genommen, es geht nach Rem. Richtig chillig, Leute, hier überall mit Touchpad und so. Maxi, Alter, schläft die ganze Zeit, Mann. Was, ey, was redest du? Ja, du übernimmst jetzt, Mann. Oh, es läuft ein passendes Lied. Neymar hat vor ein paar Stunden ein Bild gepostet mit Mbappé und Messi, ready for tomorrow. Maxi fährt jetzt weiter. Ich mache nebenbei hart Auge auf Real Madrid. Vamos, Betis! Wir sind da. Ey, ihr glaubt gar nicht, was mir gerade passiert ist. Mein Magen, ne? Ich hab so ein komisches Baguette gegessen, Alter. Puh, ich schwör's dir, ne, Maxi? Ich war's auf der Toilette, sag mal ganz kurz. Erlösend, oder? Sag, comment. So, kleine Tour durchs Hotelzimmer. Hineinspaziert hier in unsere französische Stube. Da sehe ich mich gleich, Digga, wieder. Digga, zum Glück hast du das nicht hier. Ja. Voll gemacht. Du schläfst da. Ganz klar schläfst du da, Digga. Nein, ich bin hier. Da ist sogar eine Mikrowelle für das nächste Baguette. Schau mal an, da ist sogar ein Lolli für mich. Ja, wo ist hier, den schenke ich dir, Bro. Da ist auch noch einer. Siehst du? Schau mal, das sieht aus wie in so einem Schiff, Digga. Kennst du das? Das ist voll coole Dusche auch, Digga. Aber nee, ist aber eigentlich ein cooles Zimmer. Oh, Maxi, was fehlt? Ganz klar der Sprung. Ah, die Matratze, das sieht ja echt dünn aus, ne? Fliefla Flu, wer auf einen kleinen Bett schlafen muss. Ja! Nächster Tag, wir fahren auch schon Richtung Stadion. Diesmal schaue ich natürlich Barca, so muss sein. Und Memphis hat wieder Tor gemacht. Maxi fährt mich jetzt zur Arena, ich habe aber leider nur ein Ticket, aber dafür gehen wir morgen zusammen zum Disneyland in Paris. Und die ist no homo. Oh, hier ist schon Polizeikontrolle. Da vorne sieht man auch schon das Flutlicht vom Stadion. Die Polizisten haben uns gerade weggeschickt, hier kommen anscheinend nur die PSG-Auswärtsfans durch. Die Arena ist einfach direkt hier an einem Fluss, hier mit den Booten und so. Da hinten haben wir sie. Das Allergeilste ist, Messi ist im Kader. Ich habe einfach auf Verdacht diese Reise gebucht und er macht heute wirklich das Debüt, Leute. Wir sind dabei. Oh, Leute, ich glaube, ich bin aufgeregter als Messi selber heute. Da haben wir schon einen kleinen Mbappé und einen Di Maria. 4 Pferde sind am Start. Bedeutet das, wir sehen heute 4 Tore von Leo. Maxi und ich gönnen uns aber erstmal einen Kebab Fritz. Und bis jetzt sehe ich eigentlich nur Rem-Fans. Ich muss mich gleich hier anstellen bei dieser Schlange nach dem Essen. Oi, oi, oi. Ah, doch, da haben wir einen. Hier mit dem Heimtrikot. Das ist die größte Portion der Welt, ne? Gönn dir, Junge. Bist du Pommes, Digga? Einfach Kebab Fries, Digga. Der erste, den ich sehe hier mit Messi Nummer 30. Alle warten, dass hier der Bus vorfährt. Uiuiui, Junge, wer ist das? Leute, das müsste der PSG-Bus sein. Messi sitzt einfach da drin. Da sitzt Messi drin, Maxi. Ja, das ist er. Oh mein Gott, da drin sitzt Messi. Oh mein Gott, Digga. Wo ist er? Hey?
Alter, Leute, schau ich es an. Wo ist er? Man kann vielleicht durchgucken, ne? Messer, das ist Mbappé, oder? Mbappé! Digga, da war Mbappé, Bruder! Ich hab ihn gesehen mit der Kapuze, doch 100% war das er. La vaccination. Oui. Merci beaucoup. Kurz vorgezeigt, dass ich geimpft bin. Let's go! Wow. Der kleine Junge auch mit Messi-Trikot. Ehrenmann, Bruder. Also dafür, dass nur 20.000 ins Stadion reinpassen, sieht es echt nicht klein aus. Hier läuft auch Musik von einem DJ von Sanremo. Yeah, nice. Auch einer mit Argentinien-Messi-Trikot. Ich hätte echt mein Barca-Trikot anziehen müssen. Verdammt. Jetzt aber rein hier, Alter. Vamos. Bruder, wie viele Leute kommen hier? Komplett ausverkauft. Hier mein Ticket. Vamos. Valable in XSA. Germain. Germain? Kurz vor Herzinfarkt, ich dachte, ich habe ein gefälschtes Ticket gekauft, aber ich muss weiter links rein. Ja. Zwei Messi-Fans, ich habe denen schon mein Tattoo gezeigt. Vamos Messi. Your prediction, how many goals of Messi? 10. 10? Okay, nice. Vamos. Bye bye. Can I ask you something for my YouTube video? How many goals Messi? 3. 1. Okay, vamos. Das ist das Maskottchen von Sanremo. Hello. Wie cool, Mann. Hier ist sogar eine Hüpfburg aufgebaut für kleine Kinder. Da sehe ich mich eigentlich. Hier muss ich jetzt rein. Access A. Vamos. Ich hab's leider verpasst, aber gerade eben kam hier der PSG-Bus reingefahren. Da laufen die Spieler raus, hier ins Stadion. Es ist so ein historischer Tag und ich bin dabei beim Debüt von Leo. Hier können wir schon leicht reinschauen. Ich habe so ein Gerät verdrückt, aber ich habe irgendwie immer noch Hunger, ne? Oh ja. Oh, hier kann man auch schon durchluschern. Der erste Blick ins Stadion. Was ist diesen Sommer eigentlich los? Cristiano ist jetzt auch noch zu Manchester United gewechselt. Was haltet ihr vom Wechsel? Schreibt die Kommentare von 1 bis 10 und ich sehe das Stadion vor mir. Oh yeah, baby. Ey, das ist echt cool, Mann. Und hier wird gleich Messi sein. Ich bin so aufgeregt, mein Herz pocht, Digga. Ich habe ihn seit fast 2 Jahren nicht mehr live im Stadion spielen sehen. Okay, ich beruhige mich jetzt erstmal. D20. Ich glaube, ich sitze da hinten in der Ecke, Digga. Verdammt. Oh, Leute, let's go. Fast der letzte Platz hier im Stadion. Aber egal. Lasst auf jeden Fall ein kostenloses Abo da, um die nächsten Vlogs nicht zu verpassen. Ich gehe auch aufs erste Ronaldo-Spiel zusammen mit Eli. Dann Barca gegen Bayern, City gegen PSG. Überall dabei. Visca Barca, yeah. Jawohl, noch einer mit Barca-Trikot. Ehre. Ich habe noch nie erlebt, dass so viele schon hier auf der Tribüne sitzen. Das Spiel geht erst in 2 Stunden los. Niemand will auch nur eine Sekunde vom Aufwärmen oder so verpassen. Schreibt auch mal in die Kommentare, glaubt ihr, Mbappé geht noch zu Real oder nicht? Fast vergessen, Bierchen zu kaufen, sonst zählt der Stadionvlog nicht. Ui, sogar noch Popcorn gesnackt. Geschmacksprobe? Ja, lecker. Auf euch, Jungs. Bestes Popcorn der Welt. Da oben ist auch ein ganzer Argentinien-Squad. PSG's Insta-Story, Mbappé, Di Maria, Messi, Neymar, oi, oi, oi. Und hier haben wir Messi, er ist auch schon angekommen, hier mit Di Maria. Geil. PSG's Torwart kommt rein, Donnarumma. Ah ne, das müsste Navas sein, der von Anfang an spielt. Hier hinten sind übrigens die PSG-Ultras. Es sollte allen aufgefallen sein, dass ich auf einem Auswärtsspiel bin von PSG, nicht in Paris. Ich blende euch hier mal die Aufstellung ein. Messi leider nicht von Anfang an. Ich hoffe wirklich, er kommt dann zur zweiten Hälfte rein. Die Mannschaft von Rem ist gerade eben reingekommen. Und echt schon richtig gute Stimmung, Digga. Props geht raus. Und jetzt kommt PSG rein. Das ganze Stadion pfeift. Aber Messi müsste da noch nicht sein. Neymar sehe ich schon. Neymar und Kylian Mbappé ganz hinten. Die Spieler machen sich warm direkt vor den Ultras. Neymar ist schon etwas am Verlieren. Jawohl, Iron the World, olle. Da hinten die PSG-Fans noch so laut zu hören die ganze Zeit. Wirklich geile Stimmung bis jetzt, Digga. Feier ich. Neymar jetzt. Oh, Rabona, der Frechmann. Die Jungs machen ein paar Freistöße zum Aufwärmen. Zumba Neymar. Ja, easy. Als nächstes Mbappé. Auf easy. Da haben wir ihn, Leute. Messi auf der Bank, ey. Es ist so groß vor mir. In wenigen Minuten geht's los. Die Wappen sind schon aufgestellt. Die Aufstellung jetzt von der Heimmannschaft. Ihr dürft mich übrigens nicht falsch verstehen. Ich supporte hier Messi. Ich werde mich nicht umbenennen. Es bleibt für immer Visca Barca. Alle Leute stehen hier. Die Mannschaft kommen gleich rein. Was geht hier ab? Ein Countdown. 5, 4, 3. Oh mein Gott! Oh Mann! Alter, so eine Choreografie! Alle! Und die Mannschaften kommen rein! Alter, was ist bei denen für ein Rauch? Und jetzt Live-Konzert im ganzen Stadion! Oh mein Gott, wird hier gepfiffen, Digga! Mann, Digga, wo ist Leo? Verdammt! Kylian und Neymar als Letzte! Alle, alle, alle! Neymar weiterhin mit der Nummer 10. Obligatorisches Mannschaftsfoto noch. Und jetzt geht's gleich los.
Ey, aber ganz ehrlich, als ob Mbappé jetzt noch wechselt, wenn er heute von Anfang an spielt. Ich glaube nicht. Oh mein Gott, perfekt. PSG spielt erste Halbzeit nach dort drüben. Das heißt, Messi würde zweiter Hälfte hier lang laufen. Die Ultras singen und singen und jetzt geht's los. Vamos! Rem, erster Angriff direkt vor unserer Schnauze und abseits. Ganz ehrlich, sollen die einfach in Führung gehen, weil dann kommt Messi erst recht rein und rettet PSG. Ah, leichtsinnig. Das könnte gefährlich werden. Mbappé! Erstes Warnsignal von Kilian. Boah, guter Ball! Boah! So, Neymar, packt dein Kunststück aus oder nicht? Digga, wenn der jetzt Rainbow ausgepackt hätte, ne? Jetzt packt das. Kimi, Alter, stimmt, den haben sie ja auch gekauft. Oh! Kilian, komm mal drauf! Da ist es, Leute! Vor mir die kleinen, die PSG-Jungs, voll am Feiern! So, jetzt komm, Mann! Ich will Leo einwechseln, jetzt führt ihr! Geh mal bitte nicht zu Real, Digga! 1-0! Da ist auch Messi! Oh, Messi, let's go! Mbappé wieder rechts außen. Auf Neymar. Digga, stell euch vor, jetzt wäre noch Messi auf dem Platz. Ciao, Leben, wirklich! Durch die Marias-Beine. Neymar spielt bisher auch richtig gut, ist überall zu sehen. Ah, da mit dem Fake-Pass. Ah, typisch Zumba Neymar, ne? Jetzt noch Rainbow hinterher. Oh, oh, wow, jetzt geht's aber los hier. Eieiei, aber es war schon ein unnötiger Tritt. Pochettino beredet da gerade etwas mit Neymar. Er sagt ihm, keine Sorge, Bruder, ich wechsle gleich Leo ein für dich. Messi würde den so reinscheppern jetzt, das wäre zu fresh. Aber okay, Neymar nimmt Anlauf. Oh, doch, hey, Neymar und Mbappé sind so nah vor uns gerade. Chillig. Kann ich mal eine Flanke oder so bringen? Oh, gut, verladen. Der ist gefährlich. Oh, erster Angriff von der Heimmannschaft. Oh, Neymar mit sehr viel Platz in der Mitte. Oh, Roulette, glaube ich, oder? Oh! Alter, da wurde ja nochmal richtig knapp, ey. Na, was so geflogen. Oh, Alter. Mit gestreckten Bein von hinten. Ja, ja, ist Geld. 1-0 zur Halbzeit. Bisher kein Feuerwerk vom PSG. Auch Rem ist, ja, fast nicht gefährlich nach vorne. Aber ich hoffe einfach nur, dass jetzt Leo reinkommt gleich. Komm schon, Baby, bitte. Hat sich die Reise gelohnt. Am besten schießt er dann auch noch ein Tor und dann schreien wir Messi, Messi. Ich support ihn auf jeden Fall, egal wo er ist, auch wenn er bei PSG spielt. Einfach in Rennes, in Frankreich, treffe ich zwei deutsche Zuschauer. Jungs, habt ihr auch einfach auf Verdacht Tickets geholt, oder was? Ja, klar, für Messi. Nur wegen Messi? Ja. Komm, bitte komm da rein, Alter, let's go. Das ist so ein historischer Tag, ne? Hört ihr's?
Hört ihr? Ich habe sehr gemischte Gefühle immer noch. Ich glaube, ich bin irgendwie in der Parallelwelt. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich hier spiele bei PSG. Ich kriege echt Gänsehaut, ey. Die PSG-Fans können es auch nicht mehr erwarten. Merci! 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 Die kleinen Kids auch hier. Nach 17 Jahren im ersten Team von Barca wird er gleich debütieren. Da macht er sich gerade warm, La Pulga. Ey, aber was für ein Glück, dass es sich einfach genau vor unserem Block warm macht, ne? Ja, komm Leo, bisschen dehnen. Muss sein, Digga. Jawohl, komm. Alter, was geht ab? Messi! 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 Oh, PSG im Angriff, ganz vergessen. Und 2:0! Oh mein Gott! Mbappé! Was geht hier ab, Digga? Alter! Und gleich kommt Leo rein! Es ist soweit, wir haben so ein Glück, dass wir dabei sind im Stadion. Das erste Spiel. Das ganze Stadion schreit Messi. Oh mein Gott, Messi, Messi. Leute, schaut euch das an. Alle Leute haben ihre Handys draußen. Neymar geht raus und Messi. Komisch, ihn so zu sehen. Erster Ballkontakt. Leo! Leo! Vamos! Geht da! Boah, was ein Bild hier neben Mbappé. Leider ist Neymar jetzt draußen, aber egal. Digga, jeder Ballkontakt vom Messi wird so bejubelt. Komm, Digga, zeig der Welt, wer der Goat ist. Ey, mit Foul gegen Messi, jawohl, jawohl, Schiri. Ey, Digga, fass den Gold nicht an, Mann. Messi, Balleroberung, let's go, Neo! Vamos! Neo! Ah, er wollte so unbedingt auf Lionel passen, Kilian. Mbappé liegt genau vor unserer Schnauze. Ey, 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 gab's keine kleine Rangelei? Ja, Entschuldigung. Messi! Schön, auf Mbappé. Ruhig, ruhig, ruhig. Freistoß für PSG direkt. Chefsache hier für Messi. Aber führt kurz aus. Und Messi. Da läuft er, komm schon. Irgendwie muss die Kugel da jetzt hin. Ein paar Minuten geht das Spiel noch. Jawohl, jawohl, genau das meinte ich. Vorteil, Vorteil. Okay, Vorteil. Oh, ist ein bisschen weit für Messi. Das Spiel ist aus. Das erste Spiel für Messi. Es waren 25 Minuten. Schönes Bild. Die Spieler sind nochmal bei den Ultras da hinten. So, der Goat steppt nun vom Feld. Bye, bye, Leo. Viel Glück hier bei PSG wünsche ich dir. Maxi, Alter. Hier geworden, ja, Uber-Fahrer, so sieht's aus. Nein, Spaß. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vergesst nicht, bei Display vorbeizuschauen. Fette Rabattaktion ist am Start. Link oben in der Videobeschreibung. Jetzt aber au revoir.